Herr Palikutscher, herzlich willkommen in Nürnberg beim 1. FC Nürnberg. Es hieß, Sie haben sich nicht beworben. Warum haben Sie sich also für den 1. FC Nürnberg entschieden? Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Aufsichtsrat, mehrere Wochen lang. Ich glaube, die Überzeugung ist auf beiden Seiten gewachsen, dass es was Gutes daraus entstehen könnte. Und dann habe ich doch den Mut gefasst, nach 13 Jahren was anderes zu machen, mit zu einem noch größeren Verein zu gehen. Eine große Herausforderung, der ich mich stelle, und auf diesen Tag, dass es endlich losgeht. Nach den ganzen Wochen in Gespräche habe ich mich jetzt gefreut. Jetzt geht's los heute. Wie verlief die Entscheidungsfindung? Also Sie haben wahrscheinlich mit Ihrer Familie auch gesprochen, als es dann das Go gab vom 1. FC Nürnberg. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich dann endgültig entschieden haben? Es waren schon ein, zwei sehr, sehr ehrliche Gespräche mit meiner Frau. Meine Kinder waren involviert und habe mit einer oder anderen Person in meinem Umfeld geredet, aber letztendlich war das eine Sache von zwei, drei Tagen dann am Ende. Wo sehen Sie Ihre größten Stärken, beziehungsweise was ist mit dem 1. FC Nürnberg mit Ihnen möglich? Ich habe in meinem Team gearbeitet und das ist, wie ich das hier gerne aufstellen würde, dass man in den Abteilungen kompetente Teams hat, wo die Leute auch meinungsstark sind und für ihre Meinung einstehen, sich hier mitwirken wollen, keine Ego-Darsteller sind, sondern immer im Sinne der Sache arbeiten, das Beste für den 1. FC Nürnberg wollen. Und so werde ich versuchen aufzustellen, in allen Abteilungen, die mit denen ich unmittelbar zu tun habe. Dann gucken wir. Sie sind jetzt dann doch ziemlich überrumpelt worden von so viel Presse. Jetzt geht es dann mit der Arbeit los. Wie werden denn so die ersten Tage und Wochen bei Ihnen ausschauen, die Arbeit beim 1. FC Nürnberg? Das Wichtigste wird sein, jetzt in den nächsten Tagen die Gespräche mit den Spielern, Trainerteam zu führen. Ein bisschen Hoffnung oder viel Hoffnung und Glaube ist ja noch da nach diesem Wochenende. Aber es geht zu diesem Zeitpunkt auch jetzt schon die Weichen für nächstes Jahr zu stellen. Es gibt Spieler, die wollen Gespräche führen. Das hat man schon bei dem Berater ein bisschen rausgehört, wie es weitergeht. Und man muss die Priorität auf den Lizenzspielerbereich erstmal legen. Wie viele Berührungspunkte hatten Sie denn mit Nürnberg oder dem 1. FC Nürnberg, bevor Sie hierher kamen? Gab es da welche? Ja, Fortuna hat die Meisterschale letztes Jahr hier geholt. Ich war im Stadion. War auch kein schlechtes Erlebnis, aber beide Vereine sind aufgestiegen. War eine schöne Feier. Und ansonsten hat man schon aus der Ferne immer die Vereine verglichen, weil sie ähnlich finanziell aufgestellt sind, ähnlichen Werdegang haben in den letzten Jahren. Von daher hat man schon geguckt, was man hier macht, was man in Düsseldorf macht und zieht da Vergleiche. Sehen Sie doch als größte Herausforderung, mit den wenigsten möglichen Mitteln dann als Maximale herauszuholen? Sie haben ein gutes Netzwerk. Fußball ist eigentlich täglich eine Herausforderung, an der man sich stellen muss. Und, ich glaube, jeder Verein versucht da sein Finanzmittel das Maximum rauszuholen. Egal, ob man auch Borussia Dortmund ist oder 1. FC Nürnberg. Und wir werden hier unser Bestes tun. Hatten Sie denn schon mit dem Trainer Kontakt? Haben Sie schon miteinander gesprochen oder ist es wirklich Ihr allererster Tag jetzt? Ich habe mit dem Trainer letzte Woche am Telefon gesprochen. Heute auch bei mir im Büro. Dann nochmals unten in der Kabine. Also der Austausch ist da. Aber es ist in der Tat mein erster Arbeitstag hier. Ich war nicht vorher auf dem Trainingsgelände oder hier auf der Geschäftsstelle, von daher passt das. Schrei vor Frucht mit Fruit to Go. Fruit to Go von Frankenbrunnen.